Ein herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella. Wir sind in der Woche 23. bis 29. Dezember 2019 und ich wünsche euch schon mal vorab ein wunderschönes Weihnachtsfest, friedvoll mit euren Lieben, so wie ihr euch das vorstellt. Und wir wollen natürlich schauen, was in dieser Woche passiert, wie die Woche aussieht für jedes einzelne Sternzeichen. Ich stelle euch wieder die Karten vor, die ich in dieser Woche verwende. Das ist das Druid Craft Tarot. Das ist von Philipp und Stephanie K. Gomm, illustriert von Will Worthington. Dann habe ich für die einzelnen Wochentage das Morgan Greer Tarot. Das ist, wie gesagt, von Bill Greer, auch illustriert. Dann habe ich zur Klärung das Tarot Familia mit den Katzen und auch anderen Tieren. Das ist von Lisa Parker, soweit ich weiß. Muss man mal gucken, das steht nicht so offensichtlich da drauf. Da muss man immer ein bisschen suchen. Und dann habe ich für die Orakelkarte die Weisheitskarten der Seele, weil ich finde, da kommen immer sehr schöne Rückmeldungen raus. Und wir wollen mal schauen, was wir in der Weihnachtswoche da zu erwarten haben. Und ich bin sehr gespannt und hoffe natürlich nur das Beste. Ja, wie gesagt, es bleibt mir nur, euch ein tolles, friedvolles Weihnachtsfest zu wünschen. Und ich hoffe, dass wir uns danach auch weitersehen und dass ihr davon profitieren könnt. Und dann bin ich mal gespannt, was die Karten euch zu bieten haben. Ein herzliches Willkommen, lieber Widder. Wir sind bei der Taroskoplegung mit Ella und zwar vom 23. bis 29. Dezember 2019. Dies ist eine allgemeine Legung und es geht darum zu schauen, welche Energien vorherrschen. Gerade jetzt auch in der Woche mit Weihnachten und wir wollen natürlich wissen, was da so für den Widder drin ist, was du nutzen kannst, was hoffentlich hilfreich für dich ist. So, und wir wollen natürlich schauen, welche Energien bringen dir deine Mitmenschen entgegen. Was haben wir da? Was kommt dir entgegen? Wir haben die 8 der Münzen. Das ist viel Arbeit, kommt von außen. Das kann aber auch bedeuten, dass jemand mit dir gemeinsam etwas erarbeitet, dir zuarbeitet, wie auch immer. Wir schauen mal, wie das in deine Energie passt, wie du dich selber siehst in dieser Woche, was du dir wünschst, deine Hoffnungen und Ängste. Was Gutes für dich, was weniger Gutes und natürlich der mögliche Ausgang. So, dann haben wir natürlich wieder die Tageskarten, die Karten für die einzelnen Wochentage. Und das ist variabel, das heißt also, die Tage müssen nicht exakt die gelegten Tage für dich sein. Das kann bei dir variieren, weil wir sind ja bei der Allgemeinlegung. Schauen wir erstmal, welche Energien du mitbringst in diese Woche. Was sind deine Energien, die du deinen Mitmenschen zeigst? Wir haben die Veränderung, die Transformation. Und wir wissen ja, Transformation ist nicht immer ganz leicht. Wir schauen mal, wie das in die Woche passt. Wir haben Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. So, ich schaue nur, ob das für dich alles gut zu sehen ist. Ein bisschen rüber vielleicht. So, schauen wir mal. Ja, und es ist ja eine wichtige Woche. Familie, alle zusammen vielleicht. Und wie die Energien da sind, ist schon relevant, sage ich mal. Wir gucken mal, wie sind die Energien bei dir? Wie siehst du dich? Wir haben die 7 der Stäbe. Du stehst für deine Belange ein. Also du weißt, was du willst. Du weißt, wie du es möchtest. Und das wirst du auch kommunizieren, mitteilen. Feuerenergie ist ja auch deine Energie. Was wünschst du dir? Da haben wir Stärke. Also vielleicht brauchst du Stärke, wenn du die Familie einlädst. Das will ich jetzt nicht so sagen, aber dass das eben schön wird, dass du dich da einbringst, dass die Dinge gut laufen. Ich denke, dafür setzt du dich halt ein. Hoffnung und Ängste, da haben wir das Ass der Münzen. Ja, Erfolg, Neubeginn in Sicherheit und Stabilität auf jeden Fall. Vielleicht planst du auch irgendwas für diese Tage. Dann haben wir, was gut für dich ist. Da haben wir den Erfolg. Erfolg ist sehr schön. Da gibt es dann noch mehr zu feiern außer Weihnachten.
Wie sieht es denn aus mit den negativen Aspekten? Da haben wir die Prinzessin der Kelche, liebevolle Energien. Das sieht so ein bisschen aus, als ob du vielleicht auch die Arbeit voranstellst, weil wir haben liebevolle Energien nicht gut. Also könnte bedeuten, ja, dass es vielleicht viel zu tun gibt und du jetzt nicht so im harmonischen, im ja, kuscheligen Bereich so unterwegs bist. Wie ist denn der Ausgang in dieser Woche? Wir haben die zwei der Stäbe. Da werden Entscheidungen getroffen, wie man vielleicht Weihnachten verbringt, was man Weihnachten machen möchte oder was man da ja, wählen muss. Auch wieder Feuerenergie. Du weißt, in welche Richtung das geht. Am Montag haben wir Gerechtigkeit, Fairness, das ist dir wichtig und sicherlich auch den anderen. Am Dienstag haben wir die 7 der Schwerter. Das könnte bedeuten, dass du irgendwo trotz der Feiertage vielleicht auch ja so ein bisschen befürchtest, dass Dinge nicht gut laufen, dass jemand ja vielleicht irgendwas von dir will. Am Mittwoch haben wir die 4 der Münzen. Das kann Sparsamkeit bedeuten, aber auch, dass du an deinem Erfolg festhältst, dass du mit Stärke das versuchst umzusetzen, was du dir vorgenommen hast. Am Donnerstag haben wir den Herrscher. Das passt gut zu dir. Das ist eben, du willst den Erfolg erzielen und vielleicht, naja, ist das etwas, was dir dann wichtiger ist als, sage ich mal, das Fest selber. Am Freitag haben wir die Königin der Kelche. Das ist die liebevolle Energie, das ist sich kümmern, liebevoll um Dinge und Menschen kümmern. Das kann von außen kommen, vielleicht kümmert sich auch jemand um dich, macht sich Sorgen, dass du zu viel arbeitest zum Beispiel. Am Samstag haben wir die 10 der Stäbe, Ballast abwerfen. Vielleicht ist es auch ein Hilfsangebot. Du hast Erfolg, aber das setzt natürlich immer auch viel Arbeit voraus, ja. Und vielleicht bist du gar nicht in der Lage, liebevolle Energien zu geben, aber du kannst sie vielleicht gebrauchen. Da haben wir nochmal die 8 der Münzen und das ist auch Arbeit. Also was ich jetzt denke ist, dass man dich unterstützt in dieser Woche, dass dich jemand unterstützt, damit du auch mal frei hast, damit du Weihnachten und so auch genießen kannst. Wir schauen mal, was ist die 7 der Stäbe für den Widder in dieser Woche? Wir haben den König der Stäbe, Feuerenergie. Und wir haben den Wagen. Also, du verteidigst das, was du tust. Du willst es unbedingt vielleicht noch fertigstellen. Du bist busy, sagen wir es mal so. Du hoffst, dass du das alles hinkriegst mit der Kraft. Du machst dir Sorgen, 9 der Schwerter. Aber mit der Zusammenarbeit, denke ich, kriegst du das hin, wenn du Hilfe annimmst, immer vorausgesetzt. Hoffnung und Ängste ist, dass du den Erfolg einfährst. Wir haben den Herrscher, auch hier, du willst die Dinge im Griff behalten und Knabe der Münzen, geh es langsam an, mein lieber Widder, ja, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut und der Erfolg ist ja da und wir haben Königin der Kelche, auch hier, jemand kümmert sich um dich und König der Kelche, das bedeutet, angemessen zu reagieren, also wir haben liebevolle Energien, die dich umgeben. Die solltest du anerkennen, auf jeden Fall. Nicht gut ist die Prinzessin der Kelche. Wir haben den Hierophanten und wir haben die 10 der Stäbe. Du überlastest dich auch in der Weihnachtswoche wieder. Ja, da solltest du bitte aufpassen. Du sollst Ballast abwerfen, du sollst Hilfe in Anspruch nehmen. Was ist die 2 der Stäbe? Gut überlegen und 8 der Münzen. Wo die Arbeit wirklich angebracht ist und wo es eigentlich übertrieben ist. Das solltest du überlegen, ob es wirklich notwendig ist. Montag Gerechtigkeit. Wir haben die 10 der Schwerter, Ballast und Enttäuschungen ablegen und das auch genießen. Leg mal ein bisschen, ja, ein langsameres Tempo ein. Was ist denn die 7 der Schwerter? 2 der Münzen. Und 3 der Schwerter. Wenn du dich nicht losreißen kannst, denke ich, sind andere enttäuscht. Ich glaube, dass du zwischen Privatleben und Geschäft oder dem, was du vorhast, einfach hin und her schwelgst und damit andere ein bisschen vor den Kopf stößt. 4 der Münzen, 7 der Stäbe und Königin der Schwerter. Da musst du ehrlich sein zu dir selbst und zu anderen.
Das ist ein bisschen egoistisch vielleicht, was du machst. Vielleicht ist es notwendig, aber dann darfst du gerne Hilfe in Anspruch nehmen, wenn es etwas gibt, was man nicht verschieben kann. Der Herrscher, Knabe der Schwerter und die Liebenden. Also jedenfalls solltest du nicht einfach was entscheiden. Du solltest mit deinen Lieben sprechen. Du solltest ihnen mitteilen und eben auch das Hilfsangebot, was dir unterbreitet wird, annehmen. Königin der Kelche, Ritter der Schwerter. Und die Stärke. Die Stärke erwächst dir daraus, das sehen wir auch hier an den drei der Münzen, dass du Unterstützung bekommst, dass andere dir wirklich liebevoll unter die Arme greifen. Und damit verlierst du Ballast. Da haben wir die sieben der Münzen, Geduld und Gewinn. Also da wird schon was draus werden, also wenn du gewillt bist, Hilfe anzunehmen. Die 8 der Münzen und die 9 der Münzen. Naja, du hast etwas, womit du alleine zurechtkommen willst. Wir haben auch den Eremiten. Ich glaube, dass du ja gewisse Dinge lieber selbst erledigen möchtest. Ja, mein lieber Widder, das ist dann natürlich irgendwo ein bisschen unschön für die Leute, die mit dir gemütlich, familiär Weihnachten feiern wollen. Ne? Das ist dir aber klar. Ich denke, das weißt du. Und das solltest du in Zukunft beherzigen und vielleicht eine Änderung in diesem Verhalten hervorrufen. Wir haben die Knochensammlerin für dich heute, während der Feiertage. Die Knochensammlerin, du bist vollständig und hast alles, was du brauchst, in dir. Diese Karte fordert dich auf, deine Lebensumstände genau zu betrachten und dich zu fragen, ob du völlig präsent bist oder aus den Prägungen der Vergangenheit und aus unbewussten Erwartungen heraus agierst. Jede unserer seelischen Verletzungen kommt, besonders wenn wir noch Kinder sind, einem Raub an unserer Seele gleich. Wir passen uns an und akzeptieren eine bestimmte Version der Wahrheit, die über unser Verhalten bestimmt, wenn wir in Zukunft mit einer Situation konfrontiert sind, die uns an die prägende Erfahrung erinnert. Was wir über uns selbst wissen, ist somit durch eine begrenzte Wahrnehmung verfälscht. Vielleicht erlebst du dich als mutlos und zweifelst an deinem Selbstwert. Vielleicht fühlst du dich als falsch und nicht liebenswert oder erwartest nur auf Kritik zu stoßen. Mit welcher Frage du diese Karte auch gezogen haben magst, die Knochensammlerin erinnert dich daran, dass du in Wahrheit ein kraftvolles Wesen mit unbegrenzten Möglichkeiten bist. Was immer dir genommen wurde, hat sie für dich in der seelischen Verletzung sicher bewahrt und sie erscheint dir jetzt, um dich zu ermutigen, zurückzuverlangen, was dir abhanden gekommen ist. Du hast all das, von dem du glaubst, dass es dir fehlt, in dir. Und die Knochensammlerin ist deine innere Kraftquelle. Handle so, als ob du besäßest, was dir zu mangeln scheint, und du wirst sehen, dass du es niemals wirklich verloren hast. Alles ist möglich. Wenn du wach und bewusst bist, brauchst du dich durch die Wunden der Vergangenheit nicht beherrschen zu lassen. Also deine Arbeitswut scheint aus etwas zu rühren oder herzurühren, ja, wo du dich durch Leistung definierst. Und ich meine, klar, wir sind in einer Leistungsgesellschaft und wir müssen auch Leistung bringen. Aber wir müssen auch fähig sein, die Dinge mal beiseite zu legen und uns schönen Dingen der Familie, der Liebe, den angenehmeren Seiten zuzuwenden. Und dafür müssen wir Platz und Raum schaffen. Und das ist deine Aufgabe, denke ich auch, dass dafür zu sorgen, dass das möglich ist. Wenn das jetzt nicht möglich ist, dann versuche das in Zukunft so zu handhaben, dass du eben genügend Zeit dafür hast, aufbringst. Das wird bei euch wahrscheinlich nicht auf alle zutreffen. Es gibt aber einige, die sich vielleicht in die Arbeit stürzen, weil sie Weihnachten eben nichts abgewinnen oder wollen nicht feiern oder haben sich einfach selbst zu viel aufgeladen. Ja, das kann vorkommen, ist aber vielleicht auch nur ja, einer Kognition geschuldet, dass man das gelernt hat so, dass man die Arbeit über alles stellen soll. Aber es gibt Wichtigeres. Und lieber Widder, das solltest du beherzigen und für dein nächstes Jahr, also wenn wir im nächsten Jahr sind, auch durchführen und strikt einhalten. Du wirst sehen, wie viele Dinge sich in deinem Leben verbessern, verschönern und wie viel du verpasst hast in der vorangegangenen Zeit. Ja? Ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest. Ich wünsche dir die Einsicht, dass das Fest der Liebe auch der Liebe gewidmet sein sollte und man sich dafür auch Zeit nehmen soll. Ja? Ich würde dir das ans Herz legen, das zu versuchen, umzusetzen, damit die Menschen, die dir so viel schenken möchten und die dir auch ihre Zeit widmen
um dich aus deinem Arbeitschaos zu holen, dass sie endlich dazu kommen, mit dir ein friedvolles und schönes Weihnachtsfest zu feiern. Also denk dran, du tust auch anderen damit einen Gefallen und dir selbst auch, denn du musst irgendwann auch deine Batterien aufladen. Mein lieber Widder, feiere schön und ruh dich aus, es ist wichtig. Hab ein besinnliches, liebevolles und friedvolles Weihnachten und dann sehen wir uns, wenn du magst, in der nächsten Woche ausgeruht wieder, ja? Also, bis dann. Tschüss.